dann wieder irgendwo scheitert. Das ist Twine Error, ja. Auf par excellence, kann man nicht anders sagen. So, dann sprengen wir die zwei hier wieder erstmal. Wiedersehen. Graben hier ein bisschen frei. War das gerade schlau? Ich hoffe es. So, den schieben wir weg. Dann würde ich ja sagen, schieben wir den weißen hier hin, wo Henkrad steht. Das würde ein bisschen mehr Sinn machen, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Wir probieren es aus. Scheiß drauf. So, zack. Dann graben wir. Moment, nein, das war dumm, oder? Och nee, oder? Ich habe schon wieder denselben Fehler gemacht. Der Weiße da hat's liegt. Och nee, ich probier's nochmal. Ich glaube, ich habe die Lösung jetzt raus, aber. Ich muss es nochmal machen. Graben, graben, graben. Feldflaschen. So. Schön, dass wir auch diese ganzen Feldflaschen übrigens aufsammeln. Wohl wir die gar nicht irgendwie aufheben, ne? Werde ich mich gleich für bedanken. Das weiß ich jetzt schon. So. Holen wir erstmal die ganzen Sandsteine weg hier. Damit wir hier nicht uns noch mehr verbarrikadieren. So, der weg. Gleich da in die Grube. Ja, mit den anderen. Obwohl, ne, lassen wir erstmal, wenn ich da einen schwarzen sehe. So. Weiter geht's jedenfalls. Graben, 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 graben. Also wir halten fest, ich muss den einen weißen auf den schwarzen legen. Der grau kommt auf jeden Fall weg. Wiedersehen. Ein weißer muss auf den schwarzen. So. Dann grabe ich mich hier runter. Genau. So. Grab den schwarzen auf den weißen. Schieb den weißen weg. Bin tot. Sei es drum, kann dann aber noch nach links graben. Sicher? Ja, sicher. So, kann den wegschieben. Ganz einfache Geschichte. Nichts verbarrikadiert. Dann holen wir die zwei runter. Quasi als Sicherung. Passiert ja nichts, ne? Jawohl. Oh, weiter geht's. So, die explodieren. Ganz friedlich und allein. Das ist ganz nett. Teleporter ist noch nicht an. Müssen wir noch aktivieren. So, holen wir uns hier die Waffen. Dann kommen jetzt nämlich gleich Gegner. Weil wir die nächste Kapsel quasi schon betreten haben. So, dann weiter im Text, ne? Wir haben noch ein paar Felsen. Ich würde sagen, holen wir erstmal den schwarzen hier runter. Ja. Schieben den einen nach links. Ich bin so blöd, ne? Egal, mir ist egal, das Leben nämlich. Ich hasse diese Steinaufgaben. So, dann schieben wir ihn nach links und graben alles über ihm frei. Feldflasche nehme ich natürlich mit, damit das hier ein bisschen schneller alles geht. So. Bams. Okay, dann müssen wir den nächsten Felsen hier hingeben quasi. Dann mache ich mit dem hier. Den hole ich mir einfach. Lauf hinterher. Wo kommen jetzt diese Bomben her? So. Schieb den da hin. Den rolle ich dann dahin. Grab das weg. Und schieb den in Position. So. Kann ich den nächsten runterkrachen lassen. Krachen wir den auch gleich runter. Dann ist da eh nix. So, genauso wie den, der rollt dann darüber ab.
Und zack, genau. Dann könnten wir eigentlich... Warum kommen die alle her, ey? Mann, so viele waren das doch gar nicht da unten. So, dann geht's jetzt weiter. Hier können wir graben. Ohne Probleme. Feldflasche ist leer. Schön. So, dann können wir eigentlich wie gehabt am Anfang jetzt diese ganzen Steine machen. So. Hier passiert nichts. Dann holen wir uns diesen Stein. Diesen Stein, ne? Und ja, rammeln den gleich hier hin. Und mittels Steinfall dieses Dingens ist der weg. Genau, dann rollen die alle schön ab. Und die Grube füllt sich. Hurra, nicht? Und ich habe mir einen Stein vermackelt. Schön. Aber halt auf, scheiße ich jetzt. Das sind 50 Punkte, ne? Bin ich ganz ehrlich. Graben wir hier einfach weiter. Ohne Feldflasche. Das ist noch viel schlimmer. Höchstwahrscheinlich werde ich den Level E nochmal neu machen müssen. Weil, ich sage es ja so wie es ist, da unten sind noch sehr, sehr viele Felsrätsel. Und ich werde eins davon höchstwahrscheinlich verkacken. Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin darin nicht so gut. Ich brauche dafür immer meistens mehrere Anläufe. Deswegen hasse ich diese Rätsel. So. Felsen ablagern hier. Können einfach alle so runter, würde ich sagen. Bis auf den Schwatten da. Na, gucken wir mal, was wir da gleich machen. So. Weiße kann weg, genau. Und dann schwarz auf schwarz, weiß weg. Und das Problem ist alles gelöst mit den Felsen hier. Oh, haben wir die Zelle geleert, endlich. Das war knapp. So, dann können wir weitermachen. Uah. Mein Gott. So lang für die erste Zelle. Die zweite ist, glaube ich, nicht so lang. Hier sind nur sehr viele Bomben und ein Bombenkreierer, genau. Dann haben wir die Zone hier auch schon gegnerfrei. Dann haben wir hier nur einen ganzen Arsch voll Explosionsfelsen. So, die machen wir alle weg. So, der Felsen sollte da unten links in die Ecke. Ja. Hier geht es auf in der Kammer mit den Felsen. Da bleibt keiner übrig. So, Schätze nehmen wir mit natürlich alle. Zack. Hier ist jetzt aber auch, glaube ich, nichts mehr, ne? Ne. So, Münze. Und dann fliegt der jetzt gleich auf den da unten in der Ecke. Genau. Der fliegt auf den da. Und dann gehen wir jetzt in Kammer 3. Hier haben wir jetzt alles abgegrast, meine ich. Oder ist da oben links noch was? Kann sein. Nee, ist nichts mehr. Ist klar. Nächste Kammer. Gut, ich glaube, wenn wir hier jetzt reingehen... Ja, genau, hinter uns spawnen komischerweise noch drei Gegner. Sehr, sehr mysteriös. So, und hier kommen wir jetzt auch in den Genuss des ersten... Ey, Henk, ich hab nur nach links angetippt. Aber das war wahrscheinlich wieder schon so viel, dass er gleich in den Uro reinrennt. Ach Mann. Lebensaufopferung hier, par excellence. So. Na, das passiert alles, wenn man jetzt so hektisch ist. Das ist keine gute Voraussetzung, vor allem vor dieses Level. Egal, wir holen uns das Geheimnis. Das Geheimnis ist dieser Kohlebrocken da, der aktiviert den Teleporter nämlich. Sofern er den uns dahin lässt. Und dann können wir das erste Felsrätsel lösen. Ja, das wird interessant. Wir müssen erstmal hinkommen. Der Dino, ne? So. Jetzt gehen wir da schnell hin. Bevor er wiederkommt. Möglichst. Nein, 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 nein. Oh, gut, er läuft zurück. Lass mich raus hier. Sehr schön. Die Bombe kann mich auch mal weg. So, vier sehen. So, sollten wir hier eigentlich alles geholt haben, nicht? Das Rätsel ist jetzt auf. Jetzt kann ich zurücklatschen und in den Teleporter gehen.
um das erste eigentlich lächerliche Felsrätsel zu lösen. Das ist wirklich nicht groß und schwer. Das ist eigentlich ziemlich einfach sogar. Ich würde auch sagen, vorher lernen wir die Kammer hier, oder? Das macht eigentlich mehr Sinn. Erstmal eine Sache fertig machen. So, tschüss. Wiedersehen. Ja, nicht schön, nicht gekannt haben. Und so weiter und so fort. Ey, komm zurück, du. Ja, mach nur noch eine Bombe. Die wird mich auch nicht umbringen. Wir sammeln alle Schätze und dann zum Teleporter. Ja. Das ist so ein lächerliches Felsrätsel, ne? Eigentlich. Und die anderen sind viel schwieriger und kommen erst fast nahe des Ende des Levels. Und da werde ich wirklich jeden Schritt, glaube ich, dreimal durchdenken. Wie jeder Fels fallen wird und und. Ich will dieses Level nicht nochmal machen. Aber ich weiß, ich werde es nochmal machen müssen. Weil, ja, ne? Ich schaffe es nicht auf Anhieb. Es ist immer so. Dieses Level hier ist die absolute Krätze. Das, wenn ich an Hank denke, dann fällt mir immer sofort was Schlechtes über dieses Spiel ein. Und zwar ist es dieses Level. Ansonsten ist dieses Spiel richtig geil, ne? Habe ich das eigentlich schon mal gesagt? Sonst würde ich es ja jetzt nicht als Let's Play bringen. So, Hälfte ist geleert. Ne? Immer positiv sehen. So, nach rechts, genau. Ja, auch blöd, dass wir für einen Teleporter immer so weit rennen müssen. Aber was willst du machen? Oh, schon gut. Felsrätsel 1. 3 Edelsteine, wow. Und ein Stein, der nicht zerstörbar ist. Hurra. Jetzt sah schon mal wieder zurück. Denn wenn wir jetzt das zweite Kohlebröckchen einsammeln, kommen wir dort nicht mehr hin. Der Teleporter, der hier oben, schaltet dann direkt weiter quasi auf Kanal 2, also Felsrätsel 2, und dann kommen wir nur dahin. Und beim dritten dann ins dritte und so weiter. Ne? Das ist, ja, nicht schön. Ja. Oh, diese Felsrätsel, ich hasse sie, wirklich. Gut. Jedenfalls ist das ja nicht so ein Labyrinth. Können wir jetzt zum Eingang der nächsten, des nächsten Rätsels gehen. Drei Felsrätsel stehen uns noch bevor, ja. Das eine kommt jetzt. Feldflasche ist immer gut. So. Schieben wir den nach ganz rechts aus dem Augen aus dem Sinn. So. Goldnugget. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, da unten ist ein Felsen, der zerstört werden muss. Wie kriege ich den da hin? Ich hätte ja gesagt, indem, ja, wie? Ich auf jeden Fall den da weggrabe, dass der da hinrollt, genau. Ich mich dann hier durchbuddel. Ja. Ich grab auf jeden Fall erstmal hier unten frei. Ne? Ist mal gut. Ja. Dann rollt der nämlich auch weg. So, wie mache ich das jetzt? Ich würde sagen, indem ich den Felsen, genau, dann wegschieb. Ja, das klappt. Hey, das klappt. Und indem ich den dann einfach auch wegrolle. Tschüss. So, dann schiebe ich den einfach runter. Problem gelöst. Kann ich den auch noch hinterher schieben. Ist ja jetzt Platz. Jo, das klappt. Das flimmert gerade wieder sehr stark. Meine Fresse. So, dann sammeln wir hier erstmal. Die Gegner müssten eingeschlossen sein. Ja. Erstmal sammeln, sammeln, sammeln. So, hier ist ein Rätsel hier unten. Hier sind sehr viele Edelsteine. Hier ist ein Rätsel. Aber es ist nicht das erste. Allerdings will ich hier erstmal
die Edelsteine ausgeräumt, dann können hier nämlich die Dinos rumlaufen. Dann habe ich mehr quasi Zeitraum, dort in die Gasse dann reinzugehen. So, auch schön, dass hier Geister sind. Ne? Wirklich. Ey. So. Ja, machen wir erstmal Rätsel 2, bevor wir irgendwas anderes machen. Wir müssen dort oben in diese Gasse rein. Wenn uns die Dinos natürlich lassen. Jetzt ist der rechts da am Weg. Ist natürlich sehr sexy. Ich bin überlegen, ob ich nicht einfach ein Leben dafür opfer. Ich glaube, das mache ich auch. So, schwupp. Rätsel geöffnet. Schnell zurück. Und dann kann ich da nämlich hin. So. Latschen wir auch gleich zum Teleporter zurück. Und versuchen, das Rätsel zu lösen. Ah, ist ein weiter Weg. Schnallt euch schon mal an. Hol euch ein Bier, Tüte Chips. So. Ich meine, es ist da unten links das Rätsel. Da müssen wir uns erstmal hinsprengen. Das kriegen wir auch noch geschissen. Das Rätsel an sich sieht jetzt eigentlich auch nicht so schwierig aus. Sollten wir schaffen. Oh, nicht ins Ziel reinlaufen. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Bin mal gespannt, ob wir auch die 1-Million-Punkte-Marke knacken. Das ist auch nicht so einfach. Ist aber jedenfalls möglich. Ich habe es schon geschafft. Werde da dann im Highscore sehen. Ja. So, rein hier. Jetzt sind wir hier, genau. Folgen wir den Münzen. Die Feldflasche holen wir uns auf jeden Fall. So. Geht das los hier mit dem Rätsel. So, Sprengsätze Munition. Und Feuer frei. So, Bumsi-Bums. Jetzt können wir hier loslegen mit dem Rätsel. Jetzt aber erstmal wieder überlegen. Die drei Dinger können wir sowieso wegmachen. Den auch. Jetzt aber überlegen. Wenn ich hier grabe, grabe ich den Felsen frei. Ja. So. Den da oben lasse ich erstmal. Und dann muss ich genau, da muss ich warten, bis die Felsen immer abrollen. So war das genau. So kann man dieses Rätsel lösen und nicht anders. Meines ist es nach, glaube ich. Jedenfalls schön, dass ich dieses Rätsel gelöst habe. Ich hasse sie wirklich. Ich freue mich gerade ein bisschen. Wirklich. Es ist immer ein Schritt mehr, dieses Level hier nicht nochmal machen zu müssen. So, und die lange Reise geht zurück. Hurra, nicht wirklich. Wow, toll. Ich freue mich. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich werde das Level auch durch die ganz letzte Tür im Norden verlassen. Weil, wer weiß, mit dem Erscheinen des letzten Rätsels, dann kann ich nochmal überall gucken, ob nicht vielleicht irgendwo ein paar versteckte Diamanten erschienen sind. Ne? Das wäre auch mal ein richtiger Gaumenschmaus. So. Naja, das dritte Rätsel freizuschalten, das wird mir auch nochmal, ich glaube, nicht nur ein Leben kosten. Deswegen, dafür, genau dafür habe ich auch immer diese Leben angespart, quasi. Weil, ne? Du kommst da sonst nicht hin. Du musst meistens dein Leben opfern. So, jetzt geht es hier erstmal auch an die Dinos. Die müssen wir zerstören. Waffen haben wir, das ist gut. Ich roll den Felsen hier mal runter. Tschüss Uru. Warum warte ich, bis hier zwei Dinos mindestens sind? Und dann zermatsche ich die einfach. Wäre jetzt meine Vorgehensweise. Ah, ist ein Geist nur. So, ich würde sagen, der Fels kommt weg. So. Gehen wir nochmal schnell hoch, gucken, was da die Dinos machen. Da ist noch keiner da, der latscht gerade weg. Okay, der kommt wieder. Wäre eine Chance, ne? Wäre eine Chance, den wirklich zu eliminieren. Mache ich auch einfach. Tschüss, gibt gleich ein Leben. So, tschüss Uru. Und dann gucken wir mal, wie wir die anderen zerstören. Den mache ich einfach so alle. Dann...
Irgendwo war hier noch ein Rätsel. Ich glaube, das war sogar hier. Ja, genau. Hier müssen wir irgendwie einen Fels drauf kriegen. Ich habe auch schon einen Plan. Nehmen wir den einfach runterschieben. Der kommt weg. So, und da poltern wir jetzt einfach zwei Felsen drauf. Zum einen den hier. So, tschüss. Dann müssen wir noch einen Felsen finden.